Ahoi und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, dieses ganze Minibike-Thema geht mir dermaßen auf den Zeiger und ich habe mal geschaut, kann ich ein Minibike selbst bauen? Und siehe da, ich kann. Ich habe die genügend Materialien, habe ich für den Rahmen, für den Lenker. Ich habe einen Motor, ich habe eine Batterie und ich habe Reifen. Das heißt, ich kann das Minibike selber bauen. Motorrad habe ich wahrscheinlich noch keine Möglichkeiten. Ja, genau. Da bin ich weit davon entfernt. Ja, Level 45 brauchen wir gar nicht drüber nachzudenken. Da habe ich noch keinen großen Tankmod gefunden. Das heißt, das wäre natürlich ideal, aber kleiner Mod, den können wir auch bauen. Das heißt, ich würde jetzt mich an das Minibike machen. Das heißt, bleibt dran. Und natürlich läuft die Zeit über Nacht durch. Das heißt, also da müsst ihr nicht dranbleiben. Aber wir können hier natürlich Materialien holen. Wir brauchen, das ist das hier. Und dann haben wir jetzt erstmal 5 Stück. Jawohl. Dann haben wir Blaster, 2 Stück. Und dafür brauchen wir die ganzen Materialien. Ja, also wenn ihr schaut, das ist Wahnsinn. Sprit haben wir, glaube ich, hier oben. Ja, brauche ich. 10 Kanister, sehr schön. Dann kann ich bauen einmal den Mod an der Werkstatt. Machen wir auch gleich. Mod hier. Fertigen. Dann haben wir nach wie vor Minibike, das Fahrwerk. Ich verfolge das Fahrwerk und wir brauchen 15. Oh, das wird ein bisschen knapp, aber kriegen wir hin. Wir können notfalls nochmal anzünden. So, 15 haben wir. Also, ihr wisst, was ich meine. Nochmal herstellen. Mechanische Teile brauchen wir 6. Klebeband brauchen wir 6. Leder brauchen wir auch 6. Und ein elektrisches Teil. Siehe da. Und schon können wir den Rahmen bauen. Minibike. Da ist es ja. Verfolgen aus, fertigen, sehr schön. Und dann haben wir noch einmal Minibike, nämlich den Lenker. Und hierfür brauche ich wieder mechanische Teile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da ist der 6. Dann Schrauben, elektrische Teile. Haben wir hier 3 Stück. Rohre, 9 Stück. Da sind die 9. Ein Lämpchen, das müsste hier drüben sein. Jawohl. 3 Federn, habe ich gesagt. 2 Reifen. Ein Motor. Die bekommt man übrigens, wer es noch nicht weiß, die bekommt man, wenn man LKWs und Traktoren auseinanderbaut, bekommt man die Motoren. Die Motoren braucht man natürlich auch für andere Sachen, wie zum Beispiel, wo ist denn eigentlich mein Generator? Habe ich den irgendwo vergessen? Na. Gut. Ich weiß nicht, was ist. Kann man den reparieren? Nee, reparieren kann man den nicht. Gut. Das heißt, das wäre alles. Und dann können wir uns auch schon einmal den Lenker bauen. Mal kurz hören, ob da der Feind unterwegs ist. Ah, hat aufgehört zu regnen. Auf der Seite irgendjemand? Nee, ist alles ruhig. Gut, ich war der Meinung, ich habe Elektroteile gekauft, aber kann sein, dass ich die weggeräumt habe. Ja, hier ist der Generator. Auch für den Generator beispielsweise müsste man einen Motor kaufen. So. Ja. Wie gesagt, ich würde die Nacht durchdauern und in dem Moment, wenn wir wieder Tag haben, machen wir die Mission. Und ich würde dann mit euch einfach mal sagen, dass wir vielleicht woanders hinfahren. Wir haben so viele Sachen, Städte, die wir ausprobieren können. Wir haben noch 3 Schatzkarten, die wir machen können. Ja, also das ist sehr wichtig. Vielleicht können wir da irgendwas nehmen und wir werden sehen. Wie gesagt, ich mache einen Cut. Und wir sehen uns morgen früh. So, die Nacht haben wir überstanden. Logischerweise alles gut. Hier ist der Mod. Der kleine Motorwerkzeugtank-Mod.
Und in 11 Sekunden, 10 Sekunden haben wir unser Minibike fertig. Ich nehme ein bisschen Sprit mit, da ich nicht weiß, wie viel da reinpasst. Nehme ich mal ein bisschen mehr mit. Und dann machen wir aber als erstes unsere Quest. Natürlich, ja. Die machen wir heute auf jeden Fall fertig. Und dann für die nächste Folge würde ich dann mit euch, ja, ein bisschen fahren, eine andere City erwirtschaften, erreichen, irgendwas, wo es denn, was man dann gut verwenden kann. So, habe ich noch genug Kohle? Ja, ich kann springen. Ich habe eine Schaufel, eine Stahlschaufel, das ist sehr gut. Die hat eine Mod drin. Habe ich da irgendwelche Monster? Nein. Wir wollen unsere Moment. Ja, kann man hier, warte mal, verändern? Wir haben mehrere Slots. Ich weiß nicht, was du da noch... Ach, die passt da gar nicht. Also, warte. Passt die da nicht rein? Wieso passt die da nicht rein? Och, nee, oder? Komm, der kleine Tank passt da nicht rein. Da, unsere erste... Run. Hier. Öffnen. Ah, das ist das hier. Geil, die passt da gar nicht rein. Für Kettensägen und Förderschnecken. Wow, epic fail. So, wie kann man tanken? Hier nachtanken. 1000 Liter, also 1000, ja, ich gehe mal davon aus, dass es Liter sind, passen da rein. Das ist nicht viel, beziehungsweise es ist sehr, sehr viel. So, den Spaß lasse ich da, beziehungsweise... Bam, 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 bam. Sehr schön. Macht natürlich Lärm, aber das Gute ist, man ist nicht mehr komplett ausgepowert. Lass mich kurz mal reingucken. Was haben wir hier? Hier ist leer. Dann würde ich sagen, packen wir hier rein die drei Sachen. Ich gehe davon aus, ich brauche keine Schaufel, ich brauche keine Spitzhacke. Die Axt nehmen wir mit. Ich hoffe, ihr bekommt bald eine schöne Axt. Essen haben wir noch. Ja, das 60%. Da werden wir noch ein bisschen warten. Gut. Wo war... Habe ich da was verpasst? Wo ist die... Da abholen. Oder ist das eine Nachtquest? Nee, ne? Nee, ist nicht keine Nachtquest. Weil es auf einmal nicht mehr gelb ist. So, haben wir noch irgendwas, meine Freunde, bevor wir reingehen? Ein bisschen Lehm nehmen wir mit. Das hoffe ich, dass es weit genug wegliegt, das Minibike. Hier ist noch eine Flasche mit Schmutzigwasser. Hier ist noch ein bisschen, was wir mitnehmen können. Ah, Metall, das ist sehr schön. Okay, hier geht es wahrscheinlich hoch. Aufs Dach, okay. Ah, hier geht's rüber. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, die Stühle nehmen wir nochmal mit. Zerlegen wir, haben wir gesagt. Was ist das hier unten? Ist das eine Luke? Nee, ist keine Luke. Gut, egal. Los geht's. Dann... Da sind die... Jetzt ist im Voll die Mülltonne. Die Stühle haben wir. Das ist okay. Wir gehen hier unten mal lang. Ich gehe mal davon aus, wir müssen hier oben rein. So, die Stühle nehmen wir mit, habe ich gesagt. Die zerlegen wir. Auch das ist eine Wiederholung. Da ist ein Auto. Kann man das looten? Jawohl, das können wir looten. Oh, das ist ja mal cool. Sehr schön. So, hier ist noch ein kleiner Müllhaufen mit Plastik. Dann würde ich sagen, hinein ins Vergnügen. Da brennt auch schon Licht, also wissen wir, das ist der Eingang. Nicht so schnell rennen, sonst fehlt mir die Ausdauer. Übrigens, ich bin demnächst in Urlaub, das heißt, es wird ungefähr eine Woche lang wird es keine Folgen geben und danach gibt es dann Starfield, denn es gibt ein Unboxing von der Constellation-Version,
die ich dann mein eigen nennen darf. Und natürlich, weil ich früher spielen kann, auch ein Gameplay dazu. Da freue ich mich natürlich auch. Elektrische Teile nehme ich natürlich wieder mit. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Da ist die Kerze. Da ist leer. Beim Anblick der Kerze empfing sie Freude im Herzen. Na, sie rennt nicht. Wenn sie nicht rennt, haben wir Zeit. Wie gesagt, Stühle nehmen wir mit. Da liegen Heftchen. Auch Heftchen nehmen wir mit. Was haben wir hier? Werde eins mit den Schatten und schleiche nachts 5% besser. Sehr schön. Da der kleine Strolch darf schleichen. Kartoffelchen. Da haben wir eine Kaffeemaschine mit Smoothie-Wasser. Da haben wir ein bisschen Weizenmehl. Hier haben wir Gammelfleisch. Okay. Das war's. Genau. Dann bauen wir hier wieder die hier ab. Den hier bauen wir ab. Den hier bauen wir ab. Ui. Okay. Ist okay. Dafür ist sie nicht geeignet, ich weiß. Ist aber nebensächlich. Wieso bist du so schnell? Nicht, dass du mich infizierst, mein Freund. Das wollen wir nicht. Da haben wir Kleider haben wir hier. Ein bisschen Mehlzeug. Ich würde sagen, Lappen und Lumpen nehmen wir jetzt nicht mit. Den Fernseher lassen wir auch da. Och, habe ich mich jetzt erschrocken. Na, Kühlschrank läuft noch. Aber mit Gammelfleisch gefüllt. Hier gibt es nichts zu holen. Hier gibt es nichts zu holen, außer ein bisschen elektrische Teile, mechanische Teile und ein bisschen Metall. Ne, das gibt Metall. Okay. Da ist ein Bücherregal. Schauen wir mal rein. Oh, haben wir schon. Die haben wir nicht. Die modifizierte Auslösergruppe, die haben wir zwar zu Hause, aber die haben wir nicht gelernt. Jetzt haben wir sie gelernt. Jetzt haben wir das Magazin. Wir haben Stühle mitgenommen, die können wir gleich zerlegen. Da haben wir ein bisschen, wie gesagt, Knochen kann weg. Gammelfleisch kann weg. Okay, gut. Stühle kann man zerlegen, habe ich gesagt. Dann machen wir das auch. Wie gesagt, Holz brauchen wir. Holz ist wichtig. So, was haben wir da noch? Da ist nichts. Da ist noch ein bisschen Dreck. Blei ist gut. Kavum! Kavum! So, ich gehe davon aus. Ja, die ist okay. Wir haben uns... Armer Hundi, aber ich habe dich Gott sei Dank gesehen. Ich habe dich Gott sei Dank gesehen. Eins über uns. Ich habe dich Gott sei Dank gesehen. Also da wollen wir nicht runter. Da gibt's kein Tresor.
den Verband. Ich brauche ihn zwar nicht, aber Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Da haben wir Unterbecken, können wir untersuchen. Hier ist Blei. Hier ist nichts. Den können wir abbauen. Da ist nichts drin. Dann bauen wir ihn auch ab. Dann können wir dran vorbeischleichen. Oh, das ist die Pflanze. Mal locker flockig aus der Hüfte geschossen. Mal locker flockig aus der Hüfte geschossen. Tata. Do I piss you off, Fafa? Oh, ein schöner Schrank. Da geht's raus. Hier ist nichts drin. Da ist auch nichts. Also hier geht's raus. Hier muss ich ein kleines bisschen... Ich gehe davon aus, dass wir einmal hier rum müssen. Es sieht nämlich danach aus. Jawohl. Stühle. Oh. Oh, drei auf einen Streich. Okay, nehme ich. So, wie gesagt, ich sortiere aus. Also wir haben ein Heftchen, das lesen wir. Gammelding kommt weg, das kommt weg, das kann man verkaufen. Die hier und tschüss. Das war jetzt relativ gut, oder? Aber wir müssen ja nicht den Tag vorm Abend loben. Denn es könnte tödlich sein. Einmal Toilette. Einmal Papier darf da bleiben. Was haben wir hier? Ein medizinisches Buch. Oh, zwei. Boah, das ist ja mal cool. Hier. Oh, sehr schön. Weiß ich nicht. Kann da bleiben. Weiß ich nicht. Von denen haben wir, glaube ich, genug zu Hause. Ich lasse es mal drin. Wegschmeißen können wir es immer noch. Oh, das hat ja mal drei auf einen Streich. Das war cool. So, hier haben wir wieder einen Koch. Einmal kochen. Einmal Knochen. Einmal kochen. Einmal Knochen. Das können wir essen. Und den Smoothie nehmen wir jetzt auch zu uns. Ah, da haben wir zwei. Okay. Ja, warum nicht? Das ist leer. Was haben wir da noch? Nehmen wir auch mit und schmeißen dann aber hier Gammelfleisch und Lappen schmeißen wir weg. Ja, vielleicht soll ich die doch behalten, die Lappen. Ich weiß es noch nicht. So, haben wir gemacht. So, komm her, sammel die mal ein. Was habe ich hier? Stofffetzen. Also, wie gesagt, das kann weg. Das kann weg. Die Stofffetzen, würde ich mal sagen, behalten wir jetzt vorsichtshalber mal. Die kann ich nicht mit... Oh, die kann ich nicht mitnehmen, okay. Den kann ich abbauen. Die kann ich nicht mitnehmen. Da ist ein Rucksack. Dann schauen wir mal rein. Was haben wir da? Oh, Maschinengewehrteile. Immer mit. So, hier haben wir Bücher. Ein Bücherregal haben wir noch nicht gelernt. Knüppel. 34 von 75. So, ich weiß nicht, ob wir hoch müssen oder runter müssen. Wir gucken mal schnell mal nach unten. Ich glaube, hier ist die Lobby. Hier ist, glaube ich, zu... Ah, guck mal hier. Einmal Shotgun-Munition. Schrotflintmunition. Der Shotgun-Messias. Nehme ich auch gerne. Was haben wir?
Oh, Sprengstoffen und einen Schaufelmod. Das Blei, das ist verschlossen. Was haben wir hier noch? Den haben wir schon. Brauche ich nicht. So, wir sind Level Up. Sehr schön. Ich nehme wieder die mechanischen und elektrischen Teile mit. Wie gesagt. Oh, guck mal. Sehr schön. Okay, gut. Das haben wir auch. Also können wir hochgehen. Das war's schon. Hier sind noch... Ist da was drin? Ja. Das nehmen wir mit. So, das kann... Doch, den können wir mitnehmen. Die oberen nicht. Okay, gut. Ich bin nicht überladen. Das ist sehr schön. Da ist nichts mehr drin. Ne, die... Gucken wir nochmal. Ne, die kann ich nicht mitnehmen. Okay, gut. So, was haben wir denn? Die zerlegen wir. So, haben wir. Schauen wir mal, was uns hier diese Kisten bringen. Oh. Oh, sehr schön, Farbe. Reinschauen. Wieder Arbeitsstation und Kleister. Die Working Stiffs. Auch hier reinschauen. Arbeitsstation, sehr schön. Das ist nur ein normaler Block. Mhm. Kühlbox haben wir. Einmal Suppe. Die essen wir. Haben wir gemacht. Das war eine Verdeckung. Hier ist die Lampe. Hier ist verschlossen. Hier geht es nicht raus. Also das Regenwetter ist schon sehr intensiv, ja. So, was haben wir hier noch? Ach, guck mal. Nehmen wir beides mit. Elektrowerkzeug haben wir jetzt zwei. Aufpassen hier. Da geht's runter. Den Stuhl lassen wir stehen. Hier geht's einmal außen rum. Bücher. Ah, guck mal. Elektrische Handwerksfähigkeiten und Arbeitsstation. Ah, grundlegende Elektrizität freigeschaltet. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Leder habe ich keins. Wie gesagt, Stoff. Überlege ich mir. Wie gesagt, gucke ich mir gleich an. Den kann man wieder auseinanderbauen. Wasser. Haben wir Medizin? Na. Gut, haben wir gemacht. Sehr schön. Ich bin wieder voll. Ich muss mal gucken, wie ich runterkomme. Zwei auf einen Streich. So, die Suppe können wir essen. Und die nehmen wir mit. Fett nehmen wir mit. Ich bin wieder hoffnungslos überladen. Kennt man ja. Ne? Wie ich damals Skyrim gespielt habe, da war das typisch für mich, dass ich immer wieder vollgeladen war. Bloß mit dem Unterschied, das Kaffee, dass ich dann zurückspringen konnte. Das kann ich jetzt natürlich nicht. nehme ich das hier.
Was kann weg? Gammel-Sandwich und Gammelfleisch kann weg. Die Samen brauche ich jetzt nicht. Die nehme ich auch nicht. Es tut mir leid, dass ich alles zerdemoliere. Ach, die Dame. Okay. So, was ich machen könnte, wäre jetzt, dass ich mir eine Leiter baue und hier unten eine Kiste hinsetze. Ich glaube, das ist eine gute Variante. So, pack die mal hier hin. Und zwar baue ich mir jetzt eine Leiter. Leiter quadratisch. So, und dann baue ich sie gerne. Halt. Na super. Na bupa. So, pass auf. Ich spring mal runter und dann suche ich mir einen Weg von unten raus zu's. So, ich habe gesagt, ich baue mir eine gesicherte Kiste. Ich weiß gar nicht, verlasse ich jetzt, wenn ich da hingehe? Habe ich da schon reingeguckt? Na, guck mal, hat sich gelohnt. Reparaturwerkzeug hat sich gelohnt. Ich glaube, da muss ich wieder hoch. Das heißt, ich tausche jetzt schnell die Kiste. Ich baue jetzt schnell die Kiste hin. Wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. So, die stelle ich da hin. So, komm. Das. Der bleibt da. Ich sehe gerade, was ich vergessen habe mitzunehmen. Schmerztabletten, ich hält. So kann man es machen, muss man aber nicht. Schmerztabletten, ich habe Antibiotika Gott sei Dank dabei, aber Schmerztabletten habe ich vergessen. Ei, sondern irgendwas dabei. Nee, alles andere ist aufgefüllt. Läuft, gut. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Das ist doch Quatsch, jetzt komm. Das ist jetzt Quatsch, komm. Wir machen das so, wie jeder andere auch. Da waren wir. ja, nee, ist klar. Pass auf. Dann machen wir das an der Stelle so. So, dann mache ich den hier weg. Ja, ich weiß, Entschuldigung. Super. So funktioniert. Jetzt kann ich mir später wieder einsammeln, würde ich sagen. Lass das... Nein, der falsche weggemacht. Okay, gut. Egal, komm. Hör auf zu jammern. Da kommen wir nicht lang, da haben wir es gemacht. Aufpassen. Da fällst du nämlich unten durch. Da sind die Kisten. Da kommst du nicht lang. Boah, ist schon gut, ja. So, irgendwo muss da die... Ich denke, hier kommst du nicht rüber. Hier ist. Ich
mag die Schrotflinte. Die Schrotflinte ist sehr lecker. Der alte Käse ist schön und gut. So, Schrotflinte habe ich gesagt. Ein komischer Topf, den haben wir dabei. Schrank, guck mal schnell mal rein. Ah, guck mal, kann man leeren. Also ich glaube, ich habe so viel Material zu Hause. Also von denen, ich könnte glaube ich 10 Lagerfeuer damit betreiben. Schmutziges Wasser. Hier unten haben wir, da haben wir noch einen. Knochen und Gammelfleisch. Das nehme ich und schmeiße es gerade hier hin. So, das kann weg. Das ist S. Das kann weg. Das bleibt halt leider aus Knochen. Zack, bitte schön weg. So, was ist hier drin? Oh, ein Küchlein. Was macht das? 45. Wir nehmen es mal mit. Nehmen. Kann man gebrauchen. So. Wie gesagt, wir bauen das hier ab. Was haben wir hier? Sehr schön. Nehmen wir mit. Knochen darf da bleiben. Sehr schön. Da geht's nicht lang. So, was haben wir hier? Blei. Sehr schön. Und wir haben hier etwas zum Lesen, was zum Essen und schmutziges Wasser. So, ich brauche noch irgendwie so eine Helmfilter-Mod. Kennt ihr die? Die ja praktisch einen Helm macht, damit ihr schmutziges Wasser trinken könnt. Gut, in die Richtung geht's. Dann gehen wir da lang. Und da geht's hoch, huh? Die möchten, dass wir da hochgehen. Wahrscheinlich kommen wir auf der Seite wieder runter. Etwas sagt mir, nehmen die, wo wir hier. Ah, irgendwo ist halt Stopp. Wo ist das Ding? Ich gehe mal kurz runter und hol schnell die. So, pass auf. Auf der Seite, mal gucken, ob es auf der Seite ist. 8,6 Meter. Wir sind auf der richtigen Höhe. 8,8, okay. So, ich gehe davon aus, dass sie hier drin sind. Wahrscheinlich gibt es auch einen anderen Weg dorthin, aber wir werden gleich sehen, wo der Weg hingeht. Kriegen wir hin. Ach. Etwas sagt mir, hier hätte ich nicht lang gehen dürfen. Sehr schön. Na, würde ich sagen, Kammer gesäubert. Hier wären wir hochgekommen. Nee, warte mal. So, lass mich kurz mal gucken. Ah, guck mal, hier ist eine Leiter. Hier ist ein Generator, das wäre für die Nachtquest.
Guck mal, was hier alles gibt, meine Freunde. Brauchen wir nur noch die Vorräte. Und dann haben wir alles soweit geschafft. Ja, guck mal an. Nee, okay. So, was haben wir hier? Kann weg. Schmutziges Wasser nehmen wir mit. So, schmutziges Wasser nehmen wir mit. Die Kraken Book machen wir auf. Wir werden gleich sehen, was wir noch alles haben. Ah, guck mal hier. Arbeitsstation. Fertigkeiten für Autos. Jägertasche. Dann haben wir hier eine schöne Kiste. Die kriegen wir auch auf. Na? Bisschen schwieriger. Oh, guck mal hier. Also Sammelwerkzeuge, Fahrzeugfertigung. Guck mal hier, schöne Munition, Zweibein. Sehr schön, sehr, sehr schön, sehr, sehr gut. So, das haben wir auch überstanden. Ich habe einen gebrochenen Arm noch 6 Minuten. Dann haben wir hier noch eine Kiste. Stuhl, die können wir zerlegen. Da ist noch eine Verpackung, ein Rohr. Jetzt weiß ich nur nicht. Da ist nichts, okay. Da waren bestimmt die Vögel drin. Zerlegen. Oh, Munitionstasche hier. Gut, den brauchen wir nicht, den können wir zerlegen. Den Rest nehmen wir mit. Dann haben wir hier noch ein bisschen was. Also, ich muss so ganz ehrlich sagen, sehr, sehr ergiebig, ja. Wie gesagt, wir brauchen nur noch einen Platz für den eigentlichen Loot-Heftchen. Oh, zweimal. Sehr schön. Und eine Dreier-Batterie ist sehr cool. Eine Dreier-Batterie ist wirklich cool. So, was haben wir hier? Nochmal ein Heftchen für Knüppel. Und wir haben hier Werkzeugteile. So, den können wir aufladen. So, was haben wir noch? Den hier können wir nochmal füllen. Den hier können wir füllen. Das sind sie alle gefüllt. Sehr schön. Gut, also hier sind wir hochgekommen. Ja, wobei wir wären an sich... Warte mal, was ist denn hier? Hier sind wir hochgekommen. Das heißt, lass mich mal hier hoch. Hier könnte man runter. Lass mich mal kurz hier runter gehen. Hier ist ein Herd, den wir mitnehmen können. Diese Ebene müsste die sein mit der Werkzeugtasche. Ah, da drüben sehe ich sie schon. Knochen können wir da lassen, habe ich gesagt. Die brauchen wir nicht. Ansonsten haben wir hier nichts drin. Nein, 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 nein. Okay. Sehr schön, meine Freunde. Guck mal an. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Was haben wir hier? Hier geht's irgendwo raus oder runter oder weiß der Geier was. Aber wir können nochmal hochgehen, denn oben gab es eine Leiter. Wo ich natürlich nicht weiß, wo es hingeht. Vielleicht haben wir Glück und finden dann nur Plastik. Holzofengrill, war nur Gammelfleisch, brauchen wir nicht. Denn wir hatten doch hier... Was war hier drin? Nichts. Ah, hier ist noch Benzin. Benzin nehmen wir natürlich mit. Brauchen wir jetzt für unser Minibike. So, und hier ist eine Leiter. Und wo führt die hin? Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Kann das sein? Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Okay. Verschlossen. Ich habe mir die Hand gebrochen. Aber ich dürfte, an sich müsste ja nichts passieren, oder? Komm. Nö, ich habe doch diese Mod. Ja, sehr schön. So, ist da noch was drin? Nein. Den können wir auch kurz auseinandernehmen, damit ihr seht. Also hier gibt es, wie gesagt, nur irgendwelchen Schrott. Motoren, wie gesagt, gibt es beim Traktor. Hier gibt es dann diese Kühler, Schrauben. Du bist überlastet, ich weiß. Da vorne ist aber meine Kiste. Und mein Minibike. Mit dem Minibike fahren wir jetzt zum Händler noch. Und dann sind wir auch wieder am Ende einer Runde angekommen, meine Freunde. Das hier kann man verkaufen beim Händler.
Ich räume erstmal das hier rüber. So, ich weiß, das kann weg, das kann weg. Jetzt kann man das reparieren. Was brauche ich dafür? Stoff. Stoff habe ich hier, oder? Ja, genau. Gut, der kann wieder hier rüber. Das ist das hier, kann weg. Das kann man verkaufen. Wobei, den behalte ich noch. Das können wir verkaufen. Von denen haben wir, glaube ich, genug. Die können wir verkaufen. Obwohl, warte mal. Behalt's mal vorsichtshalber. Das hier können wir verkaufen. Das hier können wir verkaufen. So, dann würde ich sagen, das kommt hier rüber. Das, was wir nicht verkaufen wollen, kommt hier rüber. Und dann haben wir im Endeffekt genau die Sachen, die wir brauchen. So, einmal Munition aufgefüllt. Passt. So, zum Minibike. Waren wir da drüben schon an dem, an der Postbox? Waren wir, glaube ich, schon, ja. Ja. Sehr schön. Wie gesagt, ich fahre schnell hin. Und da bleibt er kurz dran. Die 2 Minuten, bis wir abgegeben haben, haben wir es erledigt. Da ist da was drin? Ne, die ist leer. So, komm. Also es ist nicht schneller wie das Fahrrad. Ja, das, es gibt ja diesen Geschwindigkeitsmod und es gibt diesen extra großen Tankmod. Ich hoffe, dass ich die demnächst bekomme. Und aber es macht schon, es ist schon auf jeden Fall viel besser mit dem Moped zu fahren, als wenn wir jetzt wirklich Ewigkeiten mit dem Fahrrad fahren müssten. Und vielleicht bekommen wir diese andere Mod, diesen großen Tankmod und eben die Geschwindigkeitsmod. So, das war unser offizielles 4er-Gebäude, was wir jetzt mal gemacht haben. So, haben wir irgendwo. So, Licht ist aus, Licht ist aus. Da gehen wir rein. Machen wir wieder zu. Der alte Knatzkopf hier. Sehr schön. Stahlvorschlaghammer. Oh, Stahlvorschlaghammer. Der ist natürlich ein. Werden wir den brauchen? Wahrscheinlich werden wir den nie gebrauchen. Ja. Ich würde mich dafür entscheiden. Ich weiß nicht. Komm, nimm einfach. Darf ich dein Inventar sehen? Ich möchte dir verkaufen. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Das war's schon. Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway. Gut. Wie gesagt, herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und wie immer, lasst mir ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und also kurzer Blick in die Magazine. Geht nicht, wenn ich fahre. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Schauen wir schnell mal rein. Wir haben Sammelwerkzeuge 2 Stück. Knarre 2. Wir haben Knarre 3. Wir haben Sturmgewehr der Qualität 5. Wir haben aber eine AK der Qualität 4. Und wir haben Arbeitsstation und AK der Qualität 1. Also hat sich gelohnt. Wie gesagt, herzlichen Dank, dass ihr wieder meine Gäste wart heute und dass ihr mich auf dem Weg begleitet habt. Wie gesagt, nächste Folge werden wir irgendwo unterwegs sein. Und in diesem Sinne, bis demnächst. Danke. Tschüss.